Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Mario und Luigi Dream Team Bros. Im schweren Modus. Nachdem wir im letzten Part nochmal einen kurzen Abstecher zur Kampfarena gemacht haben und nochmals gegen die Panhandle gekämpft haben, wollen wir jetzt wieder hier weitermachen in Bowsers neuer Festung. Und jetzt sind ja auch die verzauberten Wege von Kamek weg, das heißt, wir können jetzt überall hin, wo wir wollen. Und ich will, das sehe ich gerade erstmal auf die linke Seite, weil da ist noch ein Attackenfragment. Und ich glaube, da fehlen uns auch mittlerweile gar nicht mehr viele. Ich glaube, uns fehlen nur noch zwei oder drei Attackenfragmente. Das weiß ich jetzt nicht mehr sicher. Auf jeden Fall werden wir jetzt hier dann gleich noch zwei bekommen. Nämlich eines eben da oben, wo ich jetzt gerade hingehe. Und dann ist auf der anderen, also auf der rechten Seite auch noch eines. Und das möchte ich natürlich auch noch bekommen. Und hier ist auch noch ein Gegner, nämlich wieder ein Shy Guy inklusive Kettenhund. Dann wollen wir die doch mal platt machen. Denn die haben ja eh keine Chance gegen uns. Und wir haben wieder neue Orden da, stimmt. Ach genau, der Nuller ist der mega riskante, richtig, wo ich einen Gegner instant killen kann oder auch er mich instant killen kann, wenn schlecht läuft. Will ich den einfach mal einsetzen, so just for fun? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich setze ihn 50% Chance für alle, dass sie bei einem Angriff sterben. Ja, ich setze ihn einfach mal ein. Ach so, jetzt verstehe ich den erst. Ich dachte... Hä? Moment, ich habe gedacht, dass ich erst angreifen muss und dass der dann erst zählt. Aber ich setze den einfach ein und dann bei jedem zweiten Charakter, der gerade auf dem Bildschirm ist, der stirbt dann einfach quasi. So ungefähr. Wir hatten jetzt viel Glück, weil nur einer gestorben ist. Und von meinen beiden, also Mario und Luigi, ist gar keiner gestorben. Aber da steht doch, dass bei einem Angriff die KP auf 0 reduziert werden. Hm, das ist komisch, keine Ahnung. Ich will jetzt auf jeden Fall mal den Eiertanz einsetzen, am besten auf den Kettenhund hier. Denn da fehlt uns ja immer noch die Bonusaufgabe, dass wir den endlich mal exzellent hinbekommen müssen. Denn das habe ich bisher tatsächlich noch nicht geschafft, weil ich da irgendwie zu dumm dafür bin, keine Ahnung. Ich hoffe, dass ich es jetzt hinkriegen werde, aber ich glaube, wir haben den auch erst einmal in der, also im wirklichen Spiel eingesetzt. Wir haben ihn schon einmal, glaube ich, in der Kampfarena eingesetzt oder so, aber da zählt es, glaube ich, nicht, wenn man da einen Exzellent bekommt. Aber wir müssen es auch hier schaffen, während dem Spiel, während dem Hauptspiel, und das ist ein Exzellent. Das heißt, wir haben auch die Bonusaufgabe erfüllt. Und BAM! Exzellent! Boah, das sieht so episch aus, hey, Wahnsinn. So, der Kettenhund ist locker tot und ich habe wieder den Orden. Will ich den gleich nochmal einsetzen jetzt dann? Holt er sich... Ja, jetzt holt er sich einen neuen. Ja gut, das war natürlich nicht ganz so schlau von mir. Man sollte eigentlich immer erst die Shy Guys töten, aber das ist mir irgendwie immer zu blöd. Ich weiß auch nicht warum. Naja, dann darf halt jetzt ein bisschen angreifen, der liebe Kettenhund. Aber der Shy Guy nimmt ja auch einiges an Schaden, dadurch, dass er auf dem Boden entlang gezogen wird. Und auf den Kettenhund springe ich immer rauf. Und dadurch kann ich auch beiden schön viel Schaden machen. Ja, jetzt ist der Shy Guy eh gestorben. Okay, noch einmal auf den Kettenhund. Sehr schön. Aber der Angriff ist auch echt gar nicht so einfach, wie er aussieht. Der sieht viel schwieriger aus, als er ist. So, ich hoffe, ich kann dem ganzen Shit ausweichen. Ja, passt. Soll ich es nochmal einsetzen? Ich benutze es nochmal. Hui! Ah, cool. Jetzt wartet mal. 50% Chance für alle, dass bei einem Angriff die KP auf... Ja, ich bin mir immer noch nicht ganz sicher. Zählt das jetzt auch für Mario und Luigi? Also schon, oder? Ich meine, wir hatten jetzt offenbar ziemlich viel Glück, dass es gepasst hat, aber das ist schon sehr riskant irgendwie. 2, 3, 4, 5, 6, 7, der Bart. Ohne 4 sogar dabei, cool. Die möchte ich haben, wenn es geht. Yeah, sehr schön. Okay. Oder warte mal, kam überhaupt der Bart dran? Ne, der kam gar nicht dran, stimmt. Ach, egal, jetzt habe ich mich, glaube ich, einmal verzählt, aber ja, ist ja auch egal. Ich meine, wir sind jetzt eh am Ende und so viele Level-Ups werden wir eh nicht mehr kriegen. Vielleicht kommen wir noch auf 50, aber arg viel mehr wird dann eh nicht mehr drin sein, also passt schon. Und ich habe jetzt gerade nicht aufgepasst, aber stand gerade eben dran, dass noch eines fehlt. Ich glaube schon, oder? Ich habe es jetzt nicht genau gelesen. Aber ich glaube, uns fehlt nur noch eines und das kriegen wir jetzt eben hier dann gleich auf der rechten Seite. Cool, und dann haben wir schon wieder eine neue Paar-Attacke und zwar auch die letzte Paar-Attacke, stimmt's? Ich glaube schon, ja. Hier auf die rechte Seite jetzt sofort zu gehen, bringt nichts, weil da ist eine Mauer im Weg. Deswegen muss ich erst oben rum und von hier aus jetzt in den anderen Raum gehen. Das ist es tatsächlich ein bisschen kompliziert, finde ich. Weil da kommt man nicht im ersten Moment drauf. Das ist ein bisschen böse, aber ist eigentlich auch ziemlich cool gemacht und da ist nochmal ein Arsch. Na meinetwegen, dann besiege ich den halt auch nochmal. Und ich sollte meine Orden wieder wechseln, weil ich will ja da ein bisschen Abwechslung immer reinbringen und immer schön viele verschiedene zeigen. Hab jetzt leider verschissen. Will ich irgendwas benutzen? Ne, bin ich zu faul, ja, oder? Ja doch, ich benutze meinen Bombenderby. Weil ich habe jetzt keinen Bock da, dass die alle so lange überleben. Aber Bombenderby ist ja cool, trifft alle Gegner, macht relativ viel Schaden und könnt ihr auch alle killen finden. Ja, wohl, nee, das wahrscheinlich nicht. Aber es geht auch relativ schnell und deswegen ist der Angriff super. Ja, der Typ überlebt noch, aber wenn Luigi jetzt auch noch angreifen darf, dann definitiv nicht mehr. Bam und bam. Okay.
Also dann wechsle ich jetzt dann gleich wieder meinen Orden und nehme wieder irgendwas Neues, Tolles, Witziges oder so. Aber von diesem Risikoorden da, ob ich da nochmal was nehme, weiß ich nicht, weil von dem bin ich halt echt kein Fan. Was können wir denn noch machen? Irgendwas Tolles hier noch? Alle erleiden Schaden, das ist auch so ein Käse. Warum sollte man das benutzen? So ein Quatsch. Das hatten wir schon. Ich glaube, das habe ich euch auch schon gezeigt mit dem Zeitanhalten, ne? Ich glaube schon, ja. Warte mal, was war das hier? Stellt Status und Items des vorherigen Zugs wieder her und beseitigt Effekte. Ja, ist auch gar nicht schlecht wahrscheinlich, aber ich will mal den hier nehmen, weil der ist noch... Ne, halt nicht den hier, sondern den hier. Der ist noch ziemlich episch. 80% KP-Erholung für beide Brüder, heilt Bewusstlosigkeit und Statusanomalien. Also der hier ist viel, viel besser als die ganzen anderen, weil die anderen heilen ja 30% und 50% und der hier heilt dann eben 80%. Also ist eigentlich im ersten Moment einfach nur eine blöde Verbesserung. Aber es bringt halt noch zusätzliche Effekte. Oh, das war schlau. Nämlich, dass man eben, wenn man bewusstlos ist, wieder geheilt werden kann. Also das hat dann einen Effekt wie ein One-Up-Pilz. Das haben wir schon gelesen. Und es heilt auch Statuseffekte, negative. Also das ist schon echt cool. Das ist ein toller Ordeneffekt eigentlich. Den sollte ich mir mal ein bisschen aufheben, vielleicht für schwierige Bosskämpfe, die später noch kommen werden. Dass ich den dann vielleicht zweimal im Inventar habe. Also ich glaube, das ist jetzt der Orden, den ich jetzt hauptsächlich benutzen werde, denke ich mal. So, was mache ich jetzt gegen euch? Wieder Bombenderby einfach. Ja, das ist eigentlich das Schlauste, was ich machen kann. Und Luigi kann dann gleich vielleicht eine Traumaschleuder oder sowas machen auf die Kettenhunde, dass die beide sterben. Vielleicht bringe ich jetzt mit dem Bombenderby die Shy Guys um, wenn ich sie dann, wenn ich sie treffe, also wenn ich sie anvisiere, aber kann ich ja leider nicht bestimmen. Aber die beiden vorderen sind schon mal gestorben, das ist ganz gut. Ach, der darf jetzt eher angreifen. Ja, okay, dann. Nein, fuck, schlecht. Scheiße. Ja, der Angriff ist böse, der ist richtig böse, das meint man nicht, aber der ist voll fies. So, dann gehe ich jetzt diesmal zuerst auf den Shy Guy, dass der auch auf jeden Fall stirbt und nicht wieder Verstärkung holen kann. Weil das nervt mich dann doch ein bisschen zu sehr. Ja, halt. Der müsste jetzt eigentlich so sterben, oder? Durch drei Sprünge. Nein, wow, der überlebt das? Ernsthaft? Mann. Und zack. Und das ist sogar ein neuer Angriff, den haben wir noch nie gesehen, glaube ich. Ich glaube, den macht er auch nur, wenn der Shy Guy nicht da ist. Also er stellt sich vor Mario und Luigi, schaut einen der beiden an und springt einfach auf ihn zu. Und mehr ist es auch schon nicht. So, und Attackenfragment Nummer 10. Und damit lernen wir unsere letzte Paar-Attacke des Spiels. Nämlich die Sternrakete. Und die ist auch ziemlich episch. Die ist an sich, also die ist nicht so spektakulär wie das, wie der Eiertanz von der Penhenne. Aber an sich ist er eigentlich ein besserer Angriff. Also der macht echt unendlich viel Schaden. Das ist heftig. Er geht dafür aber nur auf... Ja, auf einzelne Gegner, also auf zwei Gegner geht er, glaube ich. Aber eigentlich ist er für einzelne Gegner gedacht. Ich meine, ist der Eiertanz im Prinzip ja auch hauptsächlich, aber der kann halt andere auch noch ein bisschen zumindest treffen. Aber die Sternrakete ist halt, ich glaube, die kann wirklich nur höchstens zwei Gegner treffen und nicht mehr. Sondern da oben ist noch was, nämlich Blöcke, und die möchte ich natürlich auch noch haben. Wird zwar wahrscheinlich nichts Besonderes sein, aber trotzdem, ich will ja alles mitnehmen, was irgendwie geht. So, Münzen, viele, viele Münzen, sehr schön. 100er sind da drin, wow. Richtig nice. Und ein One-Up-Pilz-DX kann man auch niemals zu wenige dabei haben. Genau in die Bombe reingewirbelt, das muss auch wehtun. Okay, und jetzt können wir weitergehen, denn hier habe ich jetzt, glaube ich, alles erkundet. Ja, müsste es soweit passen, okay. Und die Sternrakete werde ich euch dann zeigen, sobald wir mal im Kampf wieder sind und es sich anbietet. Und übrigens, bei der Sternrakete ist es auch so, dass wir mit der Sternrakete nochmal zum Trickathlon können und dort auch nochmal das aufführen können. Und das ist dann auch die letzte Paar-Attacke, die uns beim Trickathlon noch fehlt. Und das heißt wieder, wenn wir diese schaffen, dann kriegen wir gleich zwei tolle Items auf einmal. Nämlich einmal für den Sternrakete selber und einmal, dass wir alles geschafft haben. Also da, das sollten wir dann auf jeden Fall machen. So, ja, einfach wieder Bombenderby, würde ich sagen. Ich meine, jede Runde werden 10 BP für uns geheilt wegen dem super, wie heißt der Armreif? Engelsarmreif, glaube ich. Da werden jede Runde jetzt 10 BP geheilt und unsere höchste kostet, glaube ich, 8 oder so. Also wir können unendlich viele einsetzen, das ist so witzig. Und Kristallstiefel kriegen wir, aber die brauchen wir nicht. Die sind eher da zum Verkaufen eigentlich. Zack. Okay. Ja, der Angriff ist nicht wirklich schwierig, habt ihr ja gesehen. Einfach schauen, wen er angreift und dann halt dementsprechend kontern und dann ist das eigentlich kein großes Problem. Sehr schön. Ja, läuft doch eigentlich mittlerweile ganz gut. Außer vielleicht in der Traumwelt, da habe ich ja bisher so ein bisschen verschissen. Da fehlen uns auch noch einige Bonusaufgaben. Also sowohl zehnfach exzellent als auch zehnmal ausgewichen fehlt uns da noch. Das müssen wir auf jeden Fall noch hinkriegen. Aber es kommt auch hier wieder am Ende, also ganz am Ende von Bowsers Neuer Festung, noch ein etwas längerer Traumabschnitt, so wie es ja eigentlich jedes Mal der Fall ist.
Und da müssten wir dann eigentlich genügend Gelegenheit dazu haben, um das beides erfüllen zu können, denke ich mal. So, erstmal wieder gegen die zwei Idioten hier. Die hasse ich ja so sehr. Aber der Angriff geht sogar, aber der andere ist so scheiße. Ja, der ist okay. Aber der andere, wo er sich vor mich stellt und seine Flügel ausfahren kann oder einziehen kann, den hasse ich wie die Pest. So, dann mache ich jetzt mal einen Sprungangriff auf den normalen. Und mit Luigi setze ich gleich mal die Sternrakete ein. Das war völlig übertrieben für einen so einzelnen Gegner, aber trotzdem. Sternrakete, greife einen Gegner mit den ausgerüsteten Stiefeln an. So, wir brauchen wieder Bewegungssteuerung. Wir setzen uns nämlich beide auf den Stern drauf und müssen jetzt lenken den Stern. Also er darf nicht in den Boden reinrasen und wir müssen oder wir sollten alle Sterne sammeln. Ich glaube, wenn man einen oder zwei verpasst, ist es trotzdem noch ein Exzellent, aber man sollte natürlich alle mitnehmen, denn je mehr man mitnimmt, desto mehr Schaden gibt es am Ende. Denn wenn man alle gesammelt hat, dann passiert das am Ende. Luigi greift an, gemeinsam mit den Sternen und Mario auch. Und schon der erste Angriff von Luigi hat 219 Schaden gemacht. Und das ist schon echt heftig. Also der Angriff ist so, Luigi greift an, dann kommen diese ganzen einzelnen Sterne nochmal runter und machen auch alle nochmal schön viel Schaden. Und dann dasselbe nochmal mit Mario. Also wenn der Gegner nicht sofort gestorben wäre, hätte der Angriff wahrscheinlich 700 Schaden oder sowas gemacht. Also völlig übertrieben. So, und schaut euch mal an, was hier los ist. Bisschen viele Bomben. Und wir müssen jetzt hier immer die Lücke finden und auf die. Oder wartet mal. Ne, ich will erstmal auf die linke Seite, glaube ich. Weil links sieht mir nach Bonus aus. Oder? Oder ist das der richtige Weg? Ne, hier ist Bonus. Hier ist ein Wunderbonbon und da ist auch noch was. Kann ich da hinspringen? Nein, kann ich nicht, verdammt. Aber ich lande wieder hier, okay. Ach Gott. Nein, Mann! Ist oben eine Lücke? Wann ist oben eine Lücke? Jetzt? Nein. Sei oben eine Lücke. Nein, jetzt, Mann! Hallo? Danke. Und, oh Gott, das reicht immer noch nicht. Nein, warum? Das ist doch ein schlechter Witz. Ich will doch nur da wieder zurück, Mann. Warum man hier immer im Slalom laufen muss, das ist schlimm. So, können die mal wieder nach oben gehen, bitte? Ja, genau. Okay, sehr schön. Und hier ist noch ein Wundersirup, okay. So, jetzt müssen wir aber den ganzen weiten Weg wieder zurück nach rechts gehen. Was gar nicht so einfach ist. Tu mal hier kurz zwischensafen, weil wenn ich jetzt getroffen werde, lande ich, glaube ich, wieder da unten. Als kleiner Checkpoint quasi. Und ist da ganz auf der. Ha, Mann! Ja, ich lande wieder hier. Ist da ganz auf der rechten Seite noch was? Ich glaube eigentlich nicht. Ich glaube, da kommen die einfach nur rausgefeuert. Ich hab den doch nicht. Mann, Luigi, mach du. Oh, Luigi mit seinem fetten Arsch ist wieder voll im Weg. Das gibt's ja nicht. Ich will dann nur auf die rechte Seite gucken. Also, ich könnte jetzt hier schon nach oben gehen, aber ich will noch schauen. Ne, da ist nichts. Da kommen die einfach nur raus. Ja, okay. Ich wollte ja nur nachgucken. Das wird eng. Eieiei, das war sehr eng. Diesmal hat Luigi seinen Arsch eingezogen und deswegen hat er noch vorbeigepasst. Sehr schön. So, wir können hier durch. Oder auch hier durch. Werde ich mir gleich angucken. Aber wir können sogar hier links auch durch, okay. Aber ich glaube, jetzt kommt. Oder? Ja, ich bin mir jetzt gar nicht sicher. Also, ich glaube, jetzt kommt das letzte, ich sag mal, normale Gebiet hier in Bowsers Festung. Denn wir müssen jetzt noch einmal die Prozedur mit Kamek machen, dass wir ihn in die Traumwelt verfolgen müssen. Aber dieses Mal wird es ein bisschen sich was verändern. Werden wir ja dann gleich sehen, was ich meine. Ja, und nochmal Bombenderby. Ich setze jetzt, glaube ich, einfach jedes Mal Bombenderby ein, weil es am schnellsten geht. Und wir haben ja mittlerweile eh schon alle Angriffe von den Typen hier gesehen, deswegen muss ich sie auch nicht mehr selber angreifen lassen, sondern kann sie einfach alle töten. Sehr schön. Und unsere Ordenleiste füllt sich auch ganz, ganz langsam auf. Also es dauert echt ewig, bis die mal gefüllt ist. Aber der Effekt ist dafür halt auch echt ziemlich cool. So, ja, wo gehe ich jetzt hin? Keine Ahnung. Ich gehe erstmal auf die linke Seite. Ich weiß auch nicht warum, aber das sieht mir irgendwie nach Bonus aus, weil das so weit weg ist. Ich meine, wir haben jetzt halt wirklich drei Wege, wo wir entlang gehen können. Und welcher der richtige ist, keine Ahnung. Müssen wir ausprobieren. So, und wieder dieselbe Prozedur, nämlich Bombenderby. Also Bombenderby ist tatsächlich in so einer Situation eigentlich besser als der Eiertanz, was schon ein bisschen erbärmlich ist für den Eiertanz, aber hier ist Bombenderby besser. Ich schaff's zwar damit auch nicht alles zu töten hier, aber ich schaff's damit mehr zu töten. Und das ist halt schon eigentlich ganz nützlich dann. Ist dann wieder der Angriff. Also irgendwie habe ich das Gefühl, dass er, wenn er ohne den Shy Guy ist, nur diesen Angriff machen kann, aber das stimmt nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auch den Angriff machen kann, wo er so einfach auf uns zurennt und wo er so normalerweise immer den Shy Guy am Boden entlang geschleift hat. Ich glaube, den kann er auch machen ohne den Shy Guy. Ich bin mir nicht ganz. Oder ja, obwohl. Oder kann er den auch ohne machen? Ich weiß es gar nicht sicher. Aber ist auch nicht so wichtig. So, ja, hier ist Zeug. Okay. Ach, hier müssen wir später nochmal hin, glaube ich. Weil hier ist dann irgendwas. Oder so. Oder warte, oder wie war das? Ich bin mir jetzt hier am Ende nicht mehr ganz sicher, wie der Aufbau war. Also ansonsten habe ich mich eigentlich immer noch ganz gut erinnern können.
Aber hier bin ich mir nicht mehr ganz sicher, wie der Aufbau war. Es war. Ach doch, ja, wir müssen hier später nochmal irgendwie hin, glaube ich. Also, es war auf jeden Fall ziemlich kompliziert hier. Aber deswegen mag ich Bowsers neue Festung auch so sehr. Weil es ist echt ein richtig, richtig geniales Finalgebiet. Weil einfach alles vom Spieler abverlangt wird. Sowohl, das habe ich ja jetzt schon oft, schon so oft gesagt, sowohl auf der Overworld, was Jump'n'Run-Fähigkeiten angeht und auch was Rätsel angeht, als auch die Kämpfe mit diesen mega starken Gegnern. Also, einfach alles ist hier echt mega schwierig und Finalstimmung und episch und das ist echt einfach nur richtig toll, finde ich. So. Also, jetzt schauen wir mal da nach oben, aber ich glaube, da wird jetzt gleich eine Sackgasse kommen. Oder irgendwie so. Ja, genau. Da brauchen wir nämlich. Ja, wir können schon sehen, dass da oben wieder so Schienen sind. Und da müssen dann wieder Bomben entlang rollen und den Schalter hier aktivieren. Und dann kommen wir da hin zu diesem Bonusraum. Und da sind dann auch Bohnen und Blöcke, okay. Das muss ich mir also auf jeden Fall merken, dass wir, wenn wir die Bomben aktiviert haben und sie auf diesen Schienen entlang rollen, dass wir dann wieder hier zurückkommen müssen, um die Bohnen abzugreifen und auch für die Blöcke. Aber hauptsächlich für die Bohnen, denn Bohnen braucht man ja für 100%. Also, ich zumindest. Ich meine, es wird aufgelistet, deswegen will ich da auch alle haben. Blöcke werden nicht aufgelistet, deswegen, ja, kann man da gar nicht wissen, ob man alle hat. Aber ich möchte halt trotzdem alle mitnehmen, die ich irgendwie finden kann. So, Carmack, hör auf mit deinen Fluchtspielchen. Wir wollen dich endlich töten. Nee, ihr schon wieder. Wegen euch habe ich jetzt meine Magie verbockt. Und schon wieder Antasma. Und er schafft wieder eine Traumwelt. Na gut, diesmal kann ich euch nicht so sehr in die Irre laufen lassen, wie ich es gerne wollte. Aber egal, die Wege sind immer noch komplex genug, um euch unterbelichtete Hilfsarbeiter klar zu überfordern. Hey, du Arsch! Das ist euer Ende! Hier kommt ihr niemals mehr raus! Okay, er setzt diesmal keine Magie ein, weil er glaubt, dass die Wege auch so schon verwinkelt genug sind. Und um ehrlich zu sein, ja, muss ich ihm sogar recht geben. Aber wir sind keine billigen Aushilfsklempner, wir kriegen das auch so hin. So, da links sind keine Bomben, die gerade hier hinführen, deswegen können wir da noch gar nichts machen. Also auch das ganze Bombensystem, sage ich mal, ist jetzt hier relativ kompliziert. Und wir haben auch viele Wege wieder. Also es wird hier wirklich nicht einfach. Wir schauen mal. So, das ist jetzt derselbe Raum, in den auch der Weg hier hingeführt hätte. Aber die Frage ist, ist da wieder irgendwie eine Mauer, die das abtrennt, oder komme ich auch da jetzt nach unten? Muss ich gleich mal schauen. Aber erst, naja, falsch, aber erstmal hier ein paar Münzen wieder mitnehmen. Wir brauchen zwar eigentlich überhaupt gar keine Münzen mehr. Aber ja, warum denn nicht? Aber ich meine, ich habe ja immer noch meine Goldgegenstände. Die habe ich ja nicht verkauft, glaube ich, oder? Ich glaube, die habe ich nicht verkauft. Und vielleicht werden die ja sogar dann am Ende doch. Ja, du, ich hasse den Angriff so sehr. Vielleicht werden die ja sogar am Ende dann doch wieder besser als unsere Meisterstiefel und Meisterhämmer. Ich bin mir nicht ganz sicher. Also eigentlich an sich sind die Meisterstiefel und Meisterhämmer schon besser. Aber wenn man halt Spezialattacken verwendet, dann bringen die gar nicht so viel. Weil dann sind es halt einfach nur Stiefel und Hämmer mit 100 bzw. 90 Stärke. Und wenn halt die Goldgegenstände, also die Goldstiefel gibt es gar keine, oder? Oder gibt es Goldstiefel? Nee, ich glaube nicht. Aber einen Goldhammer gibt es auf jeden Fall. Wenn der Goldhammer dann, dann halt am Ende besser ist und der halt, keine Ahnung, 110 Stärke hat, dann werde ich den benutzen. Weil in den späteren Kämpfen, vor allem in der Kampfarena, bei den späteren Bosskämpfen noch, werde ich eigentlich eh die ganze Zeit Spezialattacken machen und nichts anderes. Und deswegen bringt mir da dann dieser Effekt, dass ich doppelt oder dreifach angreifen darf, eh nichts. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, nicht, dass wir noch so viele Münzen kriegen, dass der Goldhammer mehr als 100 Schaden bekommt. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Aber es gibt noch einen anderen Gegenstand, oder zwei andere Gegenstände sogar, die schon mehr als 100 Schaden bekommen könnten. Da bin ich mir nicht ganz sicher. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Bonusstiefel und der Bonushammer am Ende besser sein könnten. Was ziemlich interessant, nee, halt, was ziemlich interessant ist, weil sonst waren die immer ziemlich unbrauchbar. Aber am Ende werden die, glaube ich, ziemlich gut. Ja, genau, der hat 100, seht ihr, der hat 121 Stärke jetzt schon. Ich glaube, der geht bis 130 oder 150 sogar? Ne, ich glaube 130. Wir haben ja momentan, ich glaube, 930 Bonuspunkte oder sowas. Und Hammer, wie sieht's da aus? Der hat auch 121, okay. Also der wäre an sich schon besser. Der hat sogar auch schon 87, der Goldhammer. Cool. Dann wird er vielleicht doch noch besser. Ja, mal gucken. Also wird auf jeden Fall noch sehr interessant werden. Also jetzt hier in Bowsers Festung, vor den ganzen finalen epischen Bosskämpfen und so, werde ich noch meine ganzen Meistergegenstände anlassen, weil die da schon besser sind, weil ich halt auch oft normale Angriffe benutze und nicht immer Spezialattacken. Aber später bei den echt schwierigen Bosskämpfen, wo ich eh nur Spezialattacken verwende, da werde ich dann vielleicht mal switchen. Ne, halt, das war falsch. Vielleicht mal switchen zu den Bonusgegenständen oder halt zu den Goldgegenständen. Muss ich noch gucken.
So, was haben wir jetzt hier alles? Danach rechts komme ich tatsächlich nicht, okay. Da muss ich also auch noch später mal hin. Ja, also wir können schon sehen. Es ist hier durchaus wirklich sehr verwinkelt alles. So, und da ist jetzt eine Bahn mit den Bob-Oms, okay. Die wird also ganz, ganz wichtig werden. Aber erstmal Kettenhund killen. Und Shy Guy. Und wird er begleitet von Feuerbrüdern? Nein, es sind einfach zwei. Okay, auch gut. So, dann benutzen wir wieder mal unseren Bomben-Derby, würde ich sagen. Weil das halt einfach am schnellsten geht und auch am besten ist irgendwie. Was, wie schon gesagt, eine Schande ist für den Eiertanz. Aber es ist leider so. Und bam! Das ist halt echt schade, weil der Eiertanz sieht einfach so episch aus von der Attacke her. Aber er ist halt schon irgendwie, ja, gar nicht mal so gut. Jetzt, kann ich den jetzt nicht gegen den anderen schleudern? Ne, kann ich doch nicht, okay. Ich dachte jetzt gerade, dass ich den gegen den anderen Kettenhund hätte schleudern können oder sowas. Aber war wohl doch nicht so, habe ich anscheinend verwechselt. So, der Schalger ist schon tot, sehr schön. Und vielleicht können wir den Kettenhund auch töten durch Konter. Aber ich glaube, er wird überleben. Ja, also sieht momentan so aus. Greift er nochmal an. Ja. Er lebt immer noch. Und jetzt ist er fertig, okay. Aber dann greift einfach Luigi mit einer Sprungattacke an und dann würde er auch sterben. Jupp. Oh, zwei tolle Treffer hintereinander, sehr schön. So gefällt mir das. Okay. Ist hier sonst noch ein Gegner? Mal schauen. Das sieht erstmal nicht so aus, aber hier ist mehr Jump'n'Run-Action gefragt. Hier oben ist. Ja, ich glaube, wir gehen erstmal nach unten, weil ich glaube, hier ist Bonus. Genau, ein Block nämlich. Da müssen wir jetzt viel mit dem Wirbelsprung hantieren. Oh, das sind sogar viele Blöcke. Aber wir gehen erstmal nach oben zu dem hier. Denn hier ist ein Wunderbomber, aber wir brauchen keine mehr. Okay, kann halt nicht. Oder warte mal, kann ich eins einsetzen irgendwie? Ich mag es nicht gern, wenn ich so einen Block da liegen lassen muss. Ich habe da irgendwie ein komisches Gefühl. wer braucht's denn eher? Ja, eher Luigi wegen 13 KP. Ein Wunderbonbon, das KP und BP vollständig wiederherstellt. Naja, wegen 13 KP. Warum denn nicht? Einfach mal völlige Verschwendung. Aber wir kriegen ja eh wieder eins, deswegen passt es schon. Ja, halt, anders. Nein, nein, das wollte ich doch. Nein, ich habe mich verdrückt. Lass mich halt einfach nur nehmen. So, danke. Okay, und da rechts sind aber auch noch Blöcke. Und die möchte ich natürlich auch noch haben. Vielleicht ist sogar hier noch ein Ausrüstungsgegenstand. Ich glaube zwar eigentlich nicht, dass wir hier noch. Ja, wohl einen werden wir vielleicht schon noch finden. Mal schauen. Hier ist auf jeden Fall erstmal Geld. Sehr schön. Und ein Wunderpilz, okay. Der alle KP wiederherstellt. Aber Wunderbonbon ist natürlich an sich schon besser, weil es halt alle KP und BP wiederherstellt. Also es ist quasi ein Wunderpilz gemixt mit einem Wundersirup. So, jetzt gehen wir mal hier rüber zu den Bob-Oms. Und werden mal hier jetzt ein bisschen Schalter-Action machen. So, wie war das? Muss ich den auch aktivieren? Das sieht so aus. Das sieht schon mal ganz gut aus. Aber ich will erstmal den Block haben. So, sehr schön. Den jetzt vielleicht aktivieren. Ja, okay. Sehr gut. Dann noch den hier für den Block, genau. Und dann noch den hier wahrscheinlich. Oder? Ja, sehr schön. Okay. So, die gehen weiter und wir können jetzt aber nicht sehen, wo sie hingehen. Also da müssen wir jetzt ein bisschen Rätsel raten, aber ich glaube einfach in den linken Raum gehen sie. Da schauen wir auch gleich mal nach, was hier so ist. Ja, hier sind sie weitergerollt. Okay, und eine Rutschbahn für sie. Hui, die müssen Spaß haben. Und noch ein Kamek-Block, obwohl wir gar keinen brauchen. Achso, okay, der gibt mir einfach nur das hier an. Okay, also eine Tür hat er schon verzaubert, nämlich die hier, die uns weiterführt. Das ist aber auch die einzige Tür, die hier verzaubert ist. Also wir müssen Kamek erst besiegen, bevor wir weiterkommen dürfen. Alles klärchen. So, und jetzt hat sich auch so ein bisschen der Hintergrund und der Boden verändert und ich glaube, dass es ab jetzt passieren kann, dass man. Oder kann es ab jetzt passieren? Ich glaube schon. Dass man den letzten Hintergrundgegner treffen kann, der uns noch fehlt. Auch ein ziemlich. Ja, komm. Auch ein ziemlich fieser Hintergrundgegner. Habe ich noch Geisterkekse? Ja, drei. Aber ich bin mir nicht ganz sicher, ob der wirklich schon hier auftauchen kann. Also ich weiß eine spätere Stelle, wo er hundertprozentig kommen kann. Und deswegen will ich noch kurz warten, bis wir an dieser Stelle angekommen sind. Und dann werde ich ein paar Mal in den Kämpfen meine Geisterkekse einsetzen. Und nicht immer die Gegner sofort töten, sondern auch ein bisschen angreifen lassen. Und dann hoffen, dass der Hintergrundgegner auftauchen wird. Weil ja, wir brauchen den auf jeden Fall. Ganz, 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 ganz dringend für die Bonusaufgaben. Das ist dann nämlich, glaube ich, der letzte Gegner, bei dem wir dieses ohne Schäden da schaffen müssen. Also, ich glaube, bei Bonusaufgaben fehlt uns nur noch ohne Schäden gegen den letzten Hintergrundgegner. Zehnfach Exzellenz, zehnfach ausgewichen in der Traumwelt und noch die paar. Ah, ne, die Paar-Attacke 9 haben wir auch, oder? Ne, Moment, die haben wir nicht geschafft, weil wir haben ja den Gegner zu schnell getötet, stimmt.
Okay, das heißt, das muss ich auch nochmal irgendwann einsetzen. Aber ist nicht ganz so tragisch, weil das werden wir schon nochmal irgendwann hinkriegen. Nochmal Bombenderby. Warum denn nicht? Also Bombenderby ist echt eigentlich so meine Lieblingsspezialattacke. Die ist zwar nicht die allerstärkste, aber ich mag es halt, dass sie einfach so schnell geht und so einfach ist. Die kann man halt echt mega chillig einsetzen. Weil zum Beispiel der Eiertanz dauert halt echt ewig. Der dauert vom Zeitaufwand her 3-4 Mal so lang. Und ich finde halt, Spezialattacken sind halt dazu da, um Kämpfe schneller vorbeigehen zu lassen. Und irgendwie der Eiertanz macht da das genaue Gegenteil. Ich meine, wie gesagt, ich mag den Eiertanz trotzdem, weil er so episch aussieht. Aber rein vom Nutzen her ist er irgendwie gar nicht mal so toll. Ich meine, er ist schon ganz gut, aber dafür, dass es halt so die finale und letzte Spezialattacke ist, ist es ein bisschen enttäuschend irgendwie. Aber es ist trotzdem nicht schlimm. Ist trotzdem eine tolle Attacke. Okay. Ist hier jetzt noch irgendein Gegner? Ich glaube, ich habe gerade eben noch einen gesehen, oder? Oder täusche ich mich? Ja, da ist noch einer, genau, nämlich ein Feuerbruder. Aber was? What the fuck? Wie hat der mich jetzt treffen können? Und jetzt darf der Flammenhorn angreifen. Ja, und natürlich geht er auf Mario. Und ich brenne. Cool. Das ist natürlich fair. Und der darf angreifen. Schön. Wir werden gleich Game Over gehen, Leute. Ich sehe schon kommen. Jetzt habe ich nicht aufgepasst, auf wen die gehen. Verdammt. Da hätte ich hinschauen sollen. Ja, das war jetzt natürlich sehr fair. Ich springe auf den Feuerbruder drauf, aber es zählt aus irgendeinem Grund als erster Angriff für ihn und dann brenne ich. Was auch, glaube ich, davor noch nie passiert ist. Das ist ja schon wieder ganz, ganz toll. So ein Witz. Und das Vieh schon wieder. Ja, das ist mir aber eigentlich egal. Ich glaube, was macht das nochmal? Während meinem Angriff macht das irgendwie den Bildschirm voll, oder? Ja, nein. Nee, irgendwie doch nicht. Oder während dem Angriff der Gegner, glaube ich. Ja, genau. Aber das ist mir ja ziemlich egal, das Viech, also das kann ruhig da bleiben. Jetzt kommen halt noch die Feuerbälle. Aber ich weiß nicht auf wen. Ich schlag einfach irgendwann. Okay, hat gepasst. Da habe ich Glück gehabt. Okay. So, das müssten jetzt aber hier alle Gegner gewesen sein. Und jetzt können wir noch diesen Mechanismus da gleich aktivieren und dann auch die Tür hier öffnen, offenbar. Genau. Wir haben jetzt auch zwei Wege, die wir entlang gehen können, was ziemlich interessant ist. Nämlich einmal den unteren Weg und einmal den oberen. Ich will zuerst den unteren irgendwie hinkriegen. Ja, das war einfach, okay. Denn dadurch aktiviert sich der Weg nach links für uns. Okay, sehr schön. Also ja, es ist relativ kompliziert hier alles. Ich hoffe, ich kann mir das alles merken, wie die Wege so und die Wegstrukturen alles sind. Passt es? Ja, es passt, okay. So, sie gehen jetzt nochmal ein Stückchen weiter und kommen jetzt hier noch weiter nach links. Und genau das wollen wir ja auch, denn jetzt teilt sich der Weg nochmal auf. Ich glaube, das ist jetzt auch wichtig, wie er sich aufteilt. Aber das, ja, ich weiß nicht. Und hier nach unten sind wir auch noch nicht gegangen, aber das ist, glaube ich, egal. Weil das führt einfach, ja, in denselben Raum halt, also in den Anfangsraum. Und das ist, glaube ich, egal. Also ja, es ist schon kompliziert. Kamek hatte durchaus recht. Stellt euch das jetzt mal vor mit noch den verzauberten Wegen. Da hat man ja gar keine Ahnung mehr, wo man hin muss. Boah, der Angriff ist so. Ja, na, dann lass mich davon treffen, ist klar. Der Angriff ist so fies einfach nur von diesem Arsch. Das ist heftig. Das ist einer der bösesten Angriffe im Spiel, ganz ehrlich. Also der ist so scheiße. So, zack, 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 zack! Und sterben alle? Ja, sehr schön. Perfekt. Also ihr seht, Bombenderby ist, glaube ich, die einzige Spezialattacke von Mario, die ausreicht. Gegen die drei. Oder? Also ich glaube, mit keiner anderen kann er das hinkriegen. Weil die anderen sind entweder zu schwach oder gehen nur auf einzelne Gegner. Ja, doch, passt schon, ja, genau. So, Ultranus kriegen wir hier. Und wir können schon sehen, wenn wir auf die Karte gucken, wir sind jetzt in demselben Raum wie der gerade eben mit dem Bonusraum noch da links. Und dafür muss ich, glaube ich, erstmal nach oben, oder? Ja, ich weiß nicht, ich will auf jeden Fall erstmal den Block haben. So, ne, halt, mach aus. Also ich will erstmal nach oben gehen. Weil ich glaube, wenn ich die jetzt oben entlang mache, dann öffne ich das da links. Mit diesen zwei Bohnen und den zwei Blöcken, genau, richtig. Und dann müssen wir uns ja auch daran erinnern, dass wir da jetzt dann nochmal im nächsten Part dann wahrscheinlich hingehen werden. Und das hoffentlich auch noch alles holen. So, aber erstmal will ich noch den unteren aktivieren. Klappt es so? Ja, es klappt so, okay, perfekt. Denn jetzt gehen die Bomben, glaube ich, wieder zurück in den Ausgangsraum, oder? Ich glaube eigentlich schon. Und dann müssten die jetzt nämlich eigentlich schon das Tor aufmachen. Ah, hier ist noch mehr. Dann müssten die jetzt nämlich eigentlich schon das Tor aufmachen. Und wir können dann schon in die Traumwelt gehen, glaube ich. Also könnten, aber machen wir noch nicht, weil wir erst noch das andere Zeugs holen.
Aber man könnte, glaube ich, schon, wenn mich jetzt nicht alles täuscht zumindest. Aber das werden wir dann alles im nächsten Part auf jeden Fall sehen. Jetzt erstmal noch der Kampf gegen die Idioten hier. Und dann was ist? Nochmal Bombenderby vielleicht? Ja, warum denn nicht? Bombenderby ist cool und chillig und geht schnell und stark und super. Also ja, das Bombenderby ist wirklich zu Recht bei mir die liebste Paarattacke von Mario. Die liebste von Luigi? Weiß ich gar nicht sicher. Ich glaube schon die Sternrakete. Aber die Traumaschleuder mag ich auch gerne. Die ist auch richtig cool. Und meine Lieblingstraumattacke ist eigentlich immer noch die Traumkugel. Weil die halt einfach am Anfang so unfassbar episch war. Mittlerweile ist der Traumwall besser. Und der Traumtaifun auch. Aber der Traumwall ist nochmal besser als der Traumtaifun, finde ich. Aber die Traumkugel war einfach am Anfang so lange Zeit so unbeschreiblich gut, dass die auf jeden Fall bei mir auf Platz 1 ist, würde ich sagen. Okay, also dann war es das für den Part. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr natürlich gerne noch einen Daumen hoch geben oder auch einen Kommentar schreiben. Und wenn es euch ganz gut gefallen hat, vielleicht auch noch meinen Kanal abonnieren. Und hoffentlich beim nächsten Mal wieder einschalten, wenn es dann hier in Bowsers neuer Festung weitergehen wird. Also dann bis zum... Achso, stimmt. Ach genau, hier ist es nochmal... Genau, jetzt kommen sie hier hin, okay. Bis zum nächsten Mal, wenn wir dann den Mechanismus da noch weiterlaufen lassen werden und dann hoffentlich hier alles einigermaßen gut hinkriegen werden. Also bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.